Adrienne genießt gemeinsam mit ihren Freunden immer noch die Sonne, das gute Essen und die schöne Landschaft Kapstadts. Heute macht die Reisegruppe einen Ausflug zum südwestlichsten Zipfel Südafrikas, das Kap der guten Hoffnung. Schon sind wir am Strand angekommen. Oh mein Gott, der Sand ist unglaublich fein. Ich kann mich gar nicht satt sehen. So, wir haben das kurz nach 18 Uhr. Wir treten den Rückweg an. Wir haben jetzt unten am Strand noch mal jede Menge Fotos gemacht. Für ihre Fotos hat Adrienne zwar diverse Outfits, aber oft nicht das geeignete Schuhwerk dabei. Mir tun die Fußsohlen weh. Gott. Ich werde, denke ich, heute sehr, sehr gut schlafen können. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Steven, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hier ist kein Weg mehr. Ach Gott. Und noch mal ein kurzes Fazit. Wie ist es, also Urlaub mit drei Männern zu machen? Also es ist schön, es ist toll. Steven und ich verreisen ja normalerweise immer zu zweit. Man unternimmt tatsächlich mehr. Also obwohl wir ja, also Steven und ich immer auf der Suche nach schönen Instagram-Spots sind, sind wir dann doch sehr eingefahren und sind halt auch sehr faul und ruhen uns dann auch gerne mal aus nebenbei und unternehmen vielleicht weniger. Also es ist jetzt 5.35 Uhr und es ist Zeit aufzustehen. Es geht jetzt zum CrossFit. Wir müssen, ich glaube, in einer Stunde, nein, weniger als einer Stunde schon losfahren. Bist du bereit? Ich kenne das Workout. Wie, du kennst das Workout? Das ist ein Hero-Workout. 7 Runden für Zeit. Okay. 7 Handstand-Push-Ups. What? 7 Thrusters. 7 Knees-to-Elbow. 7 Deadlifts. 7 Burpees. 7 Kettlebell-Swings. 7 Pull-Ups. Davon 7 Runden. Das wird richtig gut. Och Mann. Oh, das wird gut. In Deutschland trainieren mehr als 23.000 Sportler in über 190 sogenannten CrossFit-Boxen. Bereit fürs Workout? Ich bin total bereit und ich habe so richtig, ist alles wie immer, Hosen voll. Es ist echt, es ist wie... Aber es war doch hinterher immer gut. Hinterher ist immer gut, alles. Aber vorher Angst ohne Ende. Ziel beim CrossFit ist es, die verschiedenen Fitnessdisziplinen wie Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination ausgewogen zu entwickeln. CrossFit ist für mich eine größere Herausforderung als das klassische Krafttraining, was ich ja seit ich 17 bin betreibe. CrossFit ist eines der härtesten und effektivsten Fitnesskonzepte der Welt und verbindet Gewichtheben, Sprinten, Eigengewichtsübungen sowie Turnen miteinander. Ich mache es, glaube ich, seit etwas mehr als einem Jahr, mehr oder weniger gut. Ich bin bemüht, es gibt Phasen, da gehe ich richtig oft, dann gibt es Phasen, da falle ich wieder aus. Da ist halt einfach nur noch mal das eine Mal in der Woche. Aber grundsätzlich bin ich unglaublich motiviert. Okay, so thank you so much. I hope you guys have a great weekend. Well done, well done. Adrini bin ich. Ich habe 5 Runden und 41 Wiederholungen gemacht. Und das heißt, mir fehlen nur 8 Wiederholungen zur 6. Runde. Es ist richtig gut. Es ist wirklich für meine Verhältnisse echt gut und ich bin irgendwie stolz, ja. Man kann sich tatsächlich jedes Mal wieder selbst übertreffen. Es ist halt quasi ein Wettkampf mit sich selbst. Und die Motivation ist tatsächlich der Coach und die anderen und man zieht sich irgendwie gegenseitig mit. Und ich finde dieses Gefühl, es ist einfach irgendwie ein CrossFit-Gefühl. Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber ich habe eh Probleme, Dinge zu beschreiben. Es ist soweit, wir haben jetzt 14 Uhr irgendwas und es geht jetzt nach Hause. Es ist alles aufgeräumt. Aufgeräumt. Koffer sind gepackt. Jetzt geht's mit dem Mietwagen zum Flughafen und dann nach Hause über Frankfurt. Fenster noch zu. Es wird mir so sehr fehlen. Nach fast 3 Wochen müssen die Freunde heute Abschied von ihrer Unterkunft, der Wärme, dem Strand und Kapstadt nehmen. So, wir sind angekommen in Dresden. Es ist früh am Morgen, wir sind alle total erledigt und Nick geht jetzt sogar trainieren. Sofort, oder? Aber wir schlafen noch. Welche müssen wir keine machen, wir haben sie schon gewaschen. Urlaub war geil, Rückflug war super geil. Ich liebe Schnarcher, Nick auch. Und Steven? Ich habe nie geschnarcht. So, das war's. Sag nochmal, dass ich nie geschnarcht habe. Er hat nicht geschnarcht. Adrienne ist wieder in ihrem Alltag in Dresden angekommen. Kapstadt ist schon, oh Gott, ich glaube ganze 5 oder 6 Wochen her. Es war einer der schönsten Urlaube, den ich je hatte. Ein kleines Feedback zu meinen ersten 4 Wochen Dienst. Ich bin ja jetzt wieder ganz normal im Streifendienst. Ich bin ganz normale Streifenpolizistin. Das heißt, 110 wird gerufen und im besten Fall oder im schlechtesten Fall komme ich dann rausgefahren. Nein, ich bin wiedergekommen, weil mich dieser Polizeijob, dieses harte, reale Leben einfach erdet und mich vollkommen macht. Das macht mich tatsächlich
auch wenn das blöd klingt, zu der Person, die ich bin. Das Leben ist schön und ich finde, es ist toll, wenn man diesen Luxus hat, in zwei Welten reinblicken zu können. Ich würde, glaube ich, für kein Geld der Welt jetzt tauschen wollen. Genau, so, das war's. Bis bald.